Die Neuauflage des Duells von 2020 ist quasi beschlossene Sache. Ex-Präsident Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden werden bei der Präsidentschaftswahl im November erneut gegeneinander antreten. Beide sicherten sich bei den laufenden Vorwahlen in mehreren US-Bundesstaaten ausreichend Delegiertenstimmen. Der Demokrat Biden und sein republikanischer Herausforderer Trump gewannen in den Bundesstaaten Georgia, Mississippi und Washington. Offiziell als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl nominiert werden sie bei den Parteitagen im Sommer.